Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Das ist Maximilian Krah, AfD-Politiker aus Sachsen. Auf dem Bundesparteitag in Magdeburg hat ihn seine Partei als Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 aufgestellt. Der 46-Jährige bekam rund 2/3 der Stimmen. Krah gehört zum völkischen Flügel der AfD und sitzt seit 2019 im EU-Parlament. Dort hat ihn seine Fraktion allerdings aufgrund von Betrugsvorwürfen suspendiert. Der neue Europaspitzenkandidat der AfD betreibt einen eigenen TikTok-Account. Dort postete er vor kurzem eine Reihe von Videos, in denen er über die Ampelregierung, vermeintliche grüne Ideologie, die USA und Regenbogenfahnen schimpfte und Dating-Tipps gab. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin. Das skurrile Video des AfD-Politikers trifft in den sozialen Medien auf reichlich Spott. Bei TikTok wurde es fast 4.500 Mal kommentiert. Schwach angefangen und stark nachgelassen. Das kann nur Satire sein, schreiben Nutzer. Einer kommentiert, sei einfach der Mann, der du bist und der Rest ergibt sich. Außer du bist Maximilian Krah, dann sei am besten jemand anderes. Und auch auf Twitter wird das Krah-Video fleißig kommentiert. Dort amüsieren sich User unter anderem über die Flugzeugmodelle im Hintergrund. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.